So, meine lieben Abonnentinnen und Abonnenten, einen wunderschönen guten Abend und ich möchte hier nur kurz zu einer Kurzmitteilung kommen, die die neue Xbox betrifft. Ich habe jetzt bereits in weniger als einem Monat offiziell enthüllt, am 21. Mai. Die Sony hat ja mit der PlayStation 3 vor kurzem, ich glaube 2 oder 3 Monaten, mit der Wii U nachgelegt und nun ist die Xbox endlich an der Reihe. Es gab ja schon zahlreiche Gerüchte darum, zum Beispiel soll sie natürlich 1080p abspielen können, soll Blu-ray abspielen können, sie soll sehr mega Kernprozessoren haben, aber das kräftigste Gerücht von allen ist eigentlich, dass man immer online sein muss, um diese Konsole zu benutzen, was bereits für viel Kritik gesorgt hat. Der Chef, der diese Aussage gemacht hat, hat Microsoft auch scheinbar verlassen, denn da gab es einen Streit und da hat er die liebe Aussage gemacht. Auf jeden Fall, ein Fan hat gefragt, ja, was ist, wenn sie auf dem Land leben und kein gutes Internet hat? Dann hat er gemeint, ja, warum, ich wüsste nicht, warum man da leben sollte. Also total assi-like. Jedenfalls kam das nicht so gut an und deswegen hat er wohl seinen Hut genommen. Oder wohl sogar entlassen, was auch immer. Jedenfalls, um nochmal zu dieser Thematik zurückzukommen, diese Xbox 27 oder 1080 oder was auch immer, wie auch immer sie heißt, wird schon am 21. Mai erhüllt. Jedenfalls gab es da eine Ankündigung, die zu 90%, sag ich mal, drauf schließen lässt. Und jetzt ist natürlich die Frage, kriegt Microsoft nochmal die Kurve und tut den Online-Zwang abschaffen, weil wenn nicht, dann werde ich mir diese Konsole wohl nicht holen, sondern die neue PlayStation 4 definitiv. Ansonsten werde ich mir das noch überlegen. Aber ja, die Frage, die ich jetzt an euch stelle, ist, was wünscht ihr euch persönlich von der neuen Xbox? Was muss die neue Xbox haben, damit ihr sie holt? Ich habe bisher viele Sachen, die man sich vorstellen kann. Blu-ray, Laufwerk, also kostenlose Online-Server, 8-Spieler-Möglichkeit oder was weiß ich, neue Kinect-Möglichkeiten, 8 GB RAM, gut, das ist jetzt etwas krass, aber ja, also einfach alles, was ihr euch so vorstellen könnt, was diese Konsole eurer Meinung nach haben sollte. Da kann man ja kreativ sein und dann wäre ich gespannt, eure Meinungen dazu in den Kommentaren zu lesen und am 21. Mai wissen wir dann mehr.